Da? Okay. So. Gut so. We have connection with Vienna already. That's okay. Can I speak already with Vienna? Zunächst ein ganz kurzer Hinweis noch. Wir werden jetzt also versuchen, in einigen Abständen einige Interviews zu machen. Es wird also immer zwischendurch eine kleine Pause sein. Das sage ich nur am Anfang. Wir beginnen mit unserem Teamchef Leopold Stasny. Herr Stasny, Sie haben die beiden Gegner Österreichs in der Qualifikationsgruppe für die Weltmeisterschaft, Schweden und Ungarn, gesehen. Welchen Eindruck haben Sie vor allem vom nächsten Gegner der Österreicher, von den Schweden, bekommen? Ja, ich möchte so anfangen. Die Ungarn haben heute so gespielt, dass sie ein Unentschieden herausspielen. Und das ist ihnen gelungen. Sie haben gespielt fast wie die italienischen Mannschaften. Und ich glaube, mit etwas Glück haben sie das über die Runde gebracht. Die Schweden haben zwei Riesenschancen gehabt. Und zwar war das in der zweiten Halbzeit der Eklund. Und wenn sie die nicht genützt haben, glaube ich, dass das Ergebnis in Ordnung geht. Trotzdem muss man sagen, die Schweden sind eine sehr gute Mannschaft, sind konditionell sehr stark in Zweikampf und auch in Kopfballspiel. Vor diesen Gegner muss sich ein jeder in Acht nehmen. Die Schweden werden ja unser nächster Gegner sein. Deshalb ist für uns die Betrachtung der Schweden wesentlich interessanter. Glauben Sie, dass Ihnen dieses Spiel interessante Rückschlüsse über die Spielstärke der Schweden gegeben hat? Ja, bestimmt. Wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Aber man muss immer damit rechnen, dass in einem Auswärtsspiel der Gegner anders eine andere Spielanlage also forcieren wird. Sind Sie der Meinung, dass die Schweden nun in Österreich, in Wien, ähnlich spielen werden wie die Ungarn ebenfalls, also mit dem Rezept, möglichst ungeschlagen davonzukommen? Ja, das glaube ich sicher. Es wird allerdings so sein, wenn nun jeder sagt, er will auswärts unentschieden spielen, der zu Hause spielt, möchte allerdings natürlich auch gewinnen, denn um diese Gruppe zu gewinnen, muss man auch zu Hause gewinnen. So wird es also sehr schwer sein und irgendwo stimmt dann die Rechnung nicht mehr. Ja, ja, bei einem wird sie bestimmt nicht stimmen oder bei zwei, ja. Aber man wird so spielen, dagegen ist nicht zu machen. Jeder spielt doch so, dass er auswärts einen Punkt macht. Man kann jetzt nicht sagen, ob die Ungarn heute einen Punkt verloren oder einen Punkt gewonnen haben. Sie haben das Ergebnis aber ein Unentschieden gespielt und das haben sie erreicht. Sie haben 5 Punkte. Man soll nie Prognosen stellen, aber eine Frage ergibt sich sicherlich in diesem Zusammenhang. Ist unsere Nationalmannschaft stark genug? Kann sie stark genug sein, um beide, wenn es darauf ankommt, zu schlagen? In ihrer Bestform, ja. Normal, glaube ich, sind wir nicht stärker wie einer von diesen Gegnern.